Ja, morgen Leute, hier ist er wieder, das Laxi. Sonntagmorgen. Ich hab Bock auf Zelda. So, wir machen gleich mal weiter in den Sümpfen. Beziehungsweise. Weg da. Nachdem ich das letzte Mal angekündigt habe, dass ich zuerst in die Sümpfe gehe, bevor ich irgendwelche Herzteile, Geheimnisse oder sonst irgendwas hole. Ja, gehen wir zuerst mal in die Sümpfen, weil den ersten Dungeon machen, weil ich habe noch keinen Bock und weiß auch noch gar nicht, wo ich anfangen soll und überhaupt und bla. Und abspannen. Ja, was ist jetzt hier los? Oh. Das sieht nach einem Horror-Kit aus mit zwei Punkten, die Feen darstellen sollen. Oh, ich kenne diese Zeichnung. Ein Tail! Und ich haben das zusammen mit dem Horror-Kit gezeichnet, kurz nachdem wir uns getroffen haben. Es sagte uns, es hätte mit seinen Freunden gestritten. Danach haben sie es einfach im Stich gelassen. Oh nein. Auf dem Ohr und ab. Hoverkraft auf. Auch ab. Hoverkraft. So, jetzt haben wir hier einen Abspann. Och, das ganze Spiel steckt voller Abspänne. Mein Gott, ich komme nicht zum Spielen. So, da haben wir die beiden Feen. Suchen Schutz vor dem Regen. Irgendwie verständlich. Oh. Aha. So sind sie also aufs Horror-Kit gestoßen. Jetzt wissen wir Bescheid. So, oh, wie süß. Aha. Freunde fürs Leben. Das ist geil. Das hat mich auch nicht gewundert. Es musste immer allen Leuten Streiche spielen. Kein Wunder, dass niemand mit ihm spielen wollte. Aber dass es nur deswegen so etwas tun konnte. Punkt, Punkt, Punkt. Würde. Aha. So war die Geschichte also. Den Maskenhändler hier eins übergebraten und dann die Maske geklaut. Also den Chinesen, den erwischt sie echt in jedem Zelda-Teil. Oder als es dann in den Besitz dieser unglaublichen Macht gelangte. So, okay. Gut. Hätten wir das jetzt auch geklärt? Jetzt kann ich endlich weitermachen und in die Sümpfe gehen. So, und da sind wir auch schon. Überall wieder Eidotter und gelb und schleimig voll und überhaupt. So. Ein paar Rupees. Oh nein, Fledermaus. Bitte? Also ich will da oben auf diesen abgestorbenen Baum. Denn da gibt's ein Herzteil. Ey! Scheiß Vieh. So. Ein paar Mausis gekillt. Aber da hängt noch eine. Moment. So, perfekt. Jetzt kann ich da endlich mal hoch. Ohne dass mich irgendwas stört. Und ein weiteres Herzteil einsammeln. Sehr schön. Du hast ein Herzteil gefunden. Du hast bereits drei Teile. Noch ein Teil und du hast einen Container. Cool. Was ist denn da in dem Loch drin? Ich weiß es gar nicht mehr, denn ich brauche ein bisschen Kohle für den Kartenhändler. Ah ja.
Interessant. Oh, wir kriegen eine neue Waffe. Dekustäbe. Kennen wir ja noch alle. 10 Stück nur. Bisschen arm. So, und eine Kiste. Komm, gib mir 20 Rubine wie immer. Ha. Geil. Boah, hier sprießen ja nur so die Rubine. Hilfe. So, jetzt müsst ihr auch genug Geld haben für den Kartenhändler. Den Tingeltangel. Bob. So. Maske aufziehen. Und die Knalltüte abschießen. Reden. Ja, mein Herr, ich verkaufe Karten. Und die Wälder. Für 20 Euro. Das ist die Karte vom Dämmerwald. Cool. Tingel, tingel, kulu, blippa. Gut. Weiter geht's. Nicht so lang trödeln hier. Links wäre der Bogenschießstand, aber da gehe ich noch nicht hin. Und wir sind in den Sümpfen des Vergessens. Ja. Quasi das Vorgebiet zum ersten Tempel. Und hier auf der rechten Seite zuallererst die Eule aktivieren. Denn falls wir irgendwann mal uns hier hinbeamen wollen, brauchen wir die ja. So, eine Fee haben wir auch wieder, eine Dekonuss. Ein Rubin und die Eule. Gut, die ist aktiviert. So, da gehe ich zuerst mal hier oben rein. Ja, da oben ist wieder ein Herzteil. Komme ich noch nicht ran. Das Infocenter. Mal sehen, was der Herr vom Infocenter sagt. Oh, verflucht, wo ist er bloß? Diese verwöhnte Balg schwänzt schon wieder die Schule. Ein Kind seines Alters hat gefälligst nicht nach Feen zu suchen. Meint er mich oder was? Oh, willkommen. Alter, hat der eine geile Brille. Zeig doch mal das Bild, das du geschossen hast. Drücke Start und ich habe aber leider kein Bild. Hier, ich habe eine Maske. Huch, nimmst du zum ersten Mal teil? Das Sumpf-Infosender veranstaltet gerade einen Fotowettbewerb. Leute aller Altersgruppen dürfen daran teilnehmen. Für hübsche Bilder, die im Sumpf gemacht werden, erhältst du eine kostenlose Bootsfahrt als Sonderpreis. Hast du Interesse? Vorher musst du aber in eine Bootsfahrt teilnehmen. Bla 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 bla. Probiere es aus. So, jetzt sagt er, dass wir hier in eine Bootsfahrt teilnehmen können. Büro derzeit geschlossen. Bitte anfragen. Bitte fragen Sie im Magieladen zur alten Schachtel am Rande der Sümpfe nach. Na gut, dann machen wir das mal, weil der hilft uns jetzt auch nicht besonders weiter. So, wuppa! Mit dem ganzen Deko-kleinen Junge, Kerl Link, geht es hier schneller. Da können wir nämlich einfach... Wobbala! Auf den Seerosenblättern entlang hupsen. Oh, der war scheiße, der war scheiße, der war abgeworfen. Nein, was mache ich denn? Okay, vergesst. Ich kann das nicht. Als normaler Link. Schwimmen wir mal halt durch die Suppe hier. So, mich vorbeilassen. Ich habe mich ja schon mal drüber geäußert, dass es total unrealistisch ist, weil Holz immer oben schwimmt. Aber okay. So, hier kommen wir auch schon. Richtung Magieladen, alte Schachtel. Verzieh dich. So. Bum, 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 bum. Und da ist der Magieladen zur alten Schachtel. Gehen wir mal rein und sagen Hallo. Oh, und es ist schon Nacht vom ersten Tag. Kacke. So, mal gucken. Ach, die kennen wir doch alle noch. Willkommen, meine Tränke wirken gut. Bist du etwa wegen der Bootsfahrt gekommen? Was für ein Pech. Kume ging in die Wälder, um nach Pilzen zu suchen. Wenn ich es mir überlege, ist sie schon ein wenig spät dran. Könntest du wohl für mich nach ihr suchen?
Allerdings kann man sich leicht verirren. Fragt die Affen, die dort leben. Okay. Aha, wir brauchen also Affen, um die Kome zu finden. Ja. Und wenn wir uns den Eingang hier nähern, passiert nichts. Aber hier meinte ich, ja genau, den Affen meinte ich. Hallo Affe, was geht? Hm, du mir folgen? Das ist quasi wieder so ein Such-mich-Spiel. Ich stopp hier die Zeit, weil Videozeit ist schon wieder fast rum. Und beim nächsten Mal geht's weiter. Okay, Leute, dranbleiben. Slaxi.